Heute testen wir vegane Fischstäbchen von Endori. Die sind auf Erbsen- und Weizenbasis und probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodshow. Jan Forschmann hat das gesehen. In meiner Heißluftfritteuse gibt es heute Emidori Sticks. Die Mare, ich muss ja nochmal aufpassen, weil sie heißen ja nicht Fischstäbchen bei denen. Aber es geht natürlich um Fischstäbchen oder eine Fischstäbchen-Alternative. Und sie ist auf Basis von unschuldigen Erbsen und Weizen. Das ist ja die Werbung damit, die unschuldigen Erbsen. Also diese hier, die werden einfach benutzt, um uns hier Fischstäbchen-Ersatz zu bringen. So eine Frechheit, sonst werden doch Fische mit benutzt. Und jetzt ist es einfach unschuldige Erbsen. Ist das nicht eine Gemeinheit, ne? Nein, das ist natürlich... Ich finde die Werbekampagne eigentlich ganz gut, weil es werden unschuldige Fische ja eigentlich sonst benutzt. Und die machen halt sich den Spaß mit unschuldigen Erbsen. Aber Erbsen ist halt ein Produkt, das kannst du in Deutschland anbauen, das ist auch gut. Du kannst es in Massen produzieren, weil du kannst es halt immer wieder anbauen. Und es ist ein gutes Produkt, es ist eine gute Hülsenfrucht. Ja, und Weizen ist ja auch noch ein bisschen mit drin. Heißt aber für den einen oder anderen von euch natürlich, dass dadurch Gluten enthalten ist. Was vielleicht für den einen oder anderen wieder nicht so vorteilhaft ist. Das sind aber immer so Sachen, das Perfekte zu finden, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich bin mal gespannt, was es kann. Ich hatte sie in meiner Brandnuss Coolbox mit drin gehabt. Ich habe sie im Supermarkt noch nicht gesehen. Darum bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie viel ist hier eigentlich drin. Also wie viel Fischstäbchen bekommen wir hier oder Sticks de Mare bekommen wir hier. Und was sie geschmacklich auch können. Ich kenne Endori, natürlich kennen wir schon ein bisschen länger. Hieß ja früher mal Amidori, das war ja vorher die Marke. Dann wurde es auf Endori umgenannt. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal, was es genau ist. Wir bekommen ja also eine Zutatenliste, die ihr jetzt gerade seht, mit Wasser, Panade, Reismehl, Kichererbsenmehl ist ein bisschen mit drin, Rapsöl, Dextrose, Paprikaextrakt, das ist alles okay, Rapsöl nochmal, Weizenprotein, Erbsenprotein, Weizenfasern, Verdickungsmittel, Brennbahnessen mit Methylcellulose ist, wie gesagt, nicht schlimm, das ist heutzutage Standard, auch in normalen Produkten mit Fleisch wird auch Methylcellulose eingesetzt. Leinöl, Weizen, Hafer, Vollkornmehl, Flohsamenschalen, Hefe natürlich ist an sich gut. Also ist kein Scheiß drin. Also es sind völlig natürliche Sachen, die ja drin sind, kein Schrott drin. Also das muss man einfach sagen. Das muss man auch, kann man auch wirklich so sagen, ihr wisst das bei mir. Ich rede da nicht lange drum rum und versuche da zu sagen, es ist kein Schrott drin. Punkt. So. 253 Kalorien und 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Rutscht damit auch schon leicht in diese High-Protein-Schiene. Also auch als Ersatz für einige ganz wichtig, die vielleicht auf das Eiweiß auch Wert legen. Und ihr habt hier 180 Gramm und 5 Sticks. Das finde ich ein bisschen wenig. 5 Stück? Wie viel Packung muss ich mir dann kaufen? Ich esse ja schon mal, also wenn ich Fischstäbchen esse, so 10 Stück oder so 7, 8 Stück, haue ich mir schon alleine weg. Wenn ich jetzt 5 habe, muss ich ja fast 3 von diesen Packungen kaufen, damit ich mit meiner Partnerin zusammen sowas essen kann. Das finde ich echt wenig, 5 Stück. Also ich weiß jetzt ja nicht, wie teuer das Produkt ist. Ich denke mir mal, es wird schon seine 2 Euro oder 1,79 Euro Minimum. 1,79 kostet es hundertprozentig. Oder vielleicht sogar mehr. Aber nur 5 Stück, das ist echt wenig. Naja, wir gucken mal. Ich schiebe die jetzt in die Heißluftfritteuse und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und hier ist es jetzt frisch aus der Heißluftfritteuse. Und es ist an sich gut gelungen, muss man sagen. Sieht gut aus, schön kross. Also, das hat geklappt. Wenn man es mal aufreißt, sieht es so von innen aus. Wir sehen also diese kleinen Strukturen. Ich hoffe, ihr hört gerade das Bohren nicht. Hier ist wieder irgendeiner gerade am Handwerken im Haus. Ja, aber man sieht diese faserige Struktur, man sieht so etwas dickere Stücke. Ich weiß noch nicht ganz, was das sein soll, ob das jetzt Erbsenstücke oder so sind. Mal gucken, wie sich das jetzt gleich im Mund verhält, wenn ich es probiere. Darum sage ich mal, ab ins Probieren. Ja, und da sind wir wieder zurück aus der Nahaufnahme. Und ja, und sie sehen nicht schlecht aus. Ich bin jetzt nur gespannt, was sie können. Wie gesagt, dieses im Inneren, dieses grobstückige, was da drin ist. Also ihr seht das hier vielleicht nochmal ganz gut. Ich weiß nicht, was das ist. Wie gesagt, Panade ist super geworden. Dauerte wirklich im Backofen, jetzt in Heißluftfritteuse 6 Minuten, dann waren die fertig. Also das ist auch eine gute Zeit. Meine Freundin ist auch gerade wiedergekommen und sagte, oh, nur 5 Stück drin, das wäre schon cool, wenn da 6, 7 drin wären. Weil wir bräuchten genauso 2,5 Packungen, wenn wir uns für Stäbchen machen. Sie sagte, für sie reichen 5, für mich wären es zu wenig. Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal euer Feedback reinschreiben, was ihr sagt, 5 Stück in der Packung. Ob das, ist das eine gute Zahl oder ist das einfach zu wenig? Ich probiere in der Zwischenzeit mal. Ja, anders. Ich finde es ein bisschen zäh. Ja,
hat so einen ganz leichten Fischcharakter, auch vom Geschmack. Also es ist so ganz leicht zäh innen drin, ich weiß nicht, was das ist, da können diese Stücke sein. Und ein bisschen salzig. Wenn ich die aber jetzt mit Kartoffeln und ein bisschen Spinat esse, ist es, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Wie gesagt, nur die Konsistenz ist noch nicht so ganz. Weil man stellt sich aber für Stimmen dieses Zarte immer sehr gerne vor. Und das hat es nicht, finde ich. Also das Zarte fehlt wirklich ein bisschen. Ja, das ist immer wieder. Dass irgendwas leicht zäh ist. Also wie gesagt, so ein bisschen mit Dip. Und also mit Remoulade dazu, gibt ja auch schon vegane Remoulade oder wie gesagt mit Spinat und Co. Sicher super lecker, aber es ist nicht die beste Fischstäbchen-Alternative, die ich bisher so mit hatte. Oder Sticks di Mare-Alternative. Kann man machen, Punkt. Jetzt ist mir ein Fischstäbchen aus der Packung gefallen. Naja, wir essen eh gleich den Rest, jetzt ist nicht schlimm, auf dem Boden kurz ist, der Boden ist eh sauber. Punktemäßig. Ich würde sagen, nee, im Moment. Da kommt nämlich direkt einer angesprintet, der das mitbekommen hat, dass das Fischstäbchen runtergefallen ist. Und da kam mir sofort angestürmt, der kleine Stinker. Und der hätte sich das sofort weggeklaut. Punktemäßig würde ich sagen, ich sag mal 3 von 5 Punkte. Also wir sind keine schlechten, es ist aber auch kein Highlight. Ich habe in 3 Minuten gleich die nächsten veganen Fischstäbchen fertig, die ich nämlich gerade parallel auch noch mit teste. Ich bin gespannt, was die können. Ihr werdet also die Tage noch ein Fischstäbchen-Video hier sehen zu den veganen Produkten. Seid gespannt, was das dann ist. Hier bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Wenn ihr sie schon probiert habt, Bahn, ihr sucht jetzt dieses Fischstäbchen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein paar bessere gegessen. Mein Favorit ist, muss ich immer sagen, immer die Marke mit dem Fisch, der auf dem Feld lebt. Was das ist? Einige wissen es, oder? Darum sage ich jetzt erstmal danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.